Hallihallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei Let's Play Together Dark Age of Camelot. Hallo. Hallo. Wir hatten gerade schon die lustigsten Abenteuer. Nein, nicht wirklich, also ihr habt nichts verpasst, aber wir hatten gerade das Angebot, dass wir diese Underworld-Quest-Kampagne mal machen. Ja, ihr wisst ja, da mit der Königin und der Armee und so, wo wir schon ein paar Mal auf die Nase gefallen sind, sind dann dahin gereist und so, und dann war aber außer uns keiner da. Das war dann schon mal lustig, weil wir von hier los sind nach Konla und dann nach Innis und dann dahin und dann wieder zurück. Haben wir schon mal viel Spaß. Dann hatten wir gerade noch das lustige Erlebnis, wir wollten hier die Quest weitermachen, Emissary Proof of Strength Step 2, und war Brause aber irgendwie noch auf Step 1 stehen geblieben, und der dumme Seneschall, der hat leider kein Codewort zum Anklicken angeboten. Das heißt, Brause konnte auch nichts machen. Also bin ich durch das alte Video und habe jetzt hier, ihr seht das vielleicht im Chat, jedes Wort, jeden Satz, den ich da angeklickt habe, in Chat geschrieben. Brause hat den dann dem Sendeschall zugeflüstert, bis wir dann irgendwann mal das richtige Codewort hatten. Dann hat es jetzt geklappt. Hat allerdings alles zusammen schon wieder ewig lange gedauert. Also wir haben uns königlich amüsiert beim Nichtstun. Ist es nicht so? Ja. Wir haben schon richtig Lust, dass wir jetzt den Seneschall quasi hier verprügeln. Aber Gewalt ist keine Lösung, Kinder. Ihr wisst, in diesem Spiel werden alle Probleme nur durch Reden gelöst. Ah. Durch viel Reden. Du meinst so lange, bis der andere aufgibt? Ja, oder bis er halt auf das richtige Codewort anspricht. Er So. wird wohl gedacht, Seneschall wird wohl gedacht haben, bevor die mir ein Loch in die Tasche labern, gebe ich ihm jetzt. Das war übrigens das vorletzte aus dem ganzen Dialog. Danach kommt noch Arrival. Das will ich euch nicht vorenthalten. Wir hätten vielleicht von hinten nach vorne die ausprobieren sollen, statt von vorne nach hinten. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ja, meistens stehen die Worte ja immer so ziemlich am Ende des Textes, ne? Ja, das Problem ist auch, dass das Video läuft immer von vorne nach hinten, ne? Also ich habe jetzt in dem Player keine Rückwärts-Guck-Taste. Sonst hätte ich das vielleicht so gemacht. Aber gut, wir haben schon genug nichts getan. Lass uns mal zu Start schreiten. Wo habe ich schon erwähnt, Halef hat die Quest überhaupt gar nicht. Haben wir auch nicht rausgefunden, warum. Kriegt die auch irgendwie nicht. Ich will die auch gar nicht mehr. Gehen wir jetzt zum Ochsenkopf und sprechen mit ihm. Genau, gucken wir mal, was der Der von uns schüttelt sofort will. den Kopf, der Drecksack. Ja, der weiß nur nicht, dass heute Hamburger gibt. For the good. Bomb. Schon Ja, wieder? Betrayal. For the good, hatten wir das schon mal gerade? Keine Ahnung, glaube nicht. Ich jetzt alles hier durch, weil ich ja gar nichts Ja, wir verstehe. lesen uns natürlich hier den Questtext intensiv Oh. durch. Oh, Da sind zwei. Explorers or the Champions of the Enemy Realm. Der schickt ja uns jetzt ins Labyrinth oder sowas, und da sollen wir jetzt entweder NPCs umhauen oder feindliche Spieler. Verstehe ich das richtig? Klingt so. Ich sag mal ganz vorsichtig, vielleicht sollten wir Explorers anklicken. Alles klar, super. Und ich habe Was jetzt einen hiermit geschehen ist. Ektakten habe ich gekriegt. Ich weiß nicht, was ein Ektakten ist, aber bestimmt was ganz Tolles. Da ist er im Inventar. This is a quest item. Do not destroy. Cannot be dropped. Cannot be traded. Cannot be sold, but apparently can be destroyed. Warum Ah. machen sie das nicht einfach unzerstörbar? Weißt du? So, was sagt denn jetzt Schritt 3, Hadrians Wall oder Odins Gate? Ach, Lager von Explorern. Okay, wir gehen jetzt also noch nicht ins Labyrinth. Ich wette, das kommt noch. Ich erinnere mich auch noch dunkel, dass man irgendwie zumindest mal die Nase reinstecken sollte. Und wir sollen jetzt 16 von den NPC-Typen erschlagen, um zu Das ist aber beweisen, gut. dass wir es wert sind. Welche sind das hier? Warum? Die Reihe nach zwischen den Pfeilern Ja, hier? mit denen fangen wir jetzt hier an. Da, der Sendel, der ist doch so ein Explorer, der sieht mir so aus. Zack, bumm. Da, Moment, nächster. alle mit einem.
Genau. Ich denke mal, der König wird sich dann auch freuen, wenn da die ganzen Nervensägen endlich mal weg sind. Kann er früher Feierabend machen heute. Okay, dann raus aus dem Thronraum und hinein ins Grenzland. Hurra. Wir hätten das Knäckebrot vielleicht auch einpacken sollen. Ich bin mir nicht sicher, dass das funktioniert. Also ich meine, manche Leute können sowas, aber zwei Chars aktiv im RVR spielen, meinst du? Ich habe schon diverse lustige Sachen erlebt. Ich meine, Team Wizard oder sowas, ich glaube, das kennen die Leute noch. Wo geht's hin? Ja, drum liegen, oder? Dunkein, nee, das oberste, Quachengorge. Quachengorge, das ist die Gurgel sozusagen. Das ist das Relic-Dorf, da wo alles Finstere beginnt. Können wir nicht die Explorer bei uns in der Gegend erschlagen? Müssen wir dazu woanders hin? Ja, ich dachte es auch an so Marienkäfer da am Wasser. Also es gibt auch tatsächlich in unserer Zone einen Eingang, der befindet sich im beim Drachen in seiner Zone. Wo genau steht auf unserer Karte? Weiß nicht, ob man da hinkommt oder nicht. Wieso Eingang? Zum Katakomben. Zum Labyrinth, da wollen wir doch hin, oder? Ja, wir müssen jetzt aber noch gar nicht ins Labyrinth rein, sondern wir... Ich lese nochmal vor. Search Hadrian's Wall or Odin's Gate for Camps of Explorers of the Reconnoiteris of Albion or Midgard. Slay 16 of these explorers to prove your worth. Also das sind irgendwelche... Die stehen draußen in irgendwelchen Lagern rum. Ach du Scheiße. Wir sind tot. Wunderbar. Dann... Ich habe mich uns schon gebufft. Nee, ne? Ach, du hast mal wieder schon alles. Okay. Hast du diesen großen Schluck aus der Flasche getrunken? Den Gummibärensaft. Ich hüpfe ja auch die ganze Zeit. Moin, moin, moin. Sammy und Tammy und Hanni und Nanni, ich weiß nicht mehr, wie die Gummibären heißen. Ja gut, dann esse ich ihn sogar ein. Ach du. Boah. Noch von Weihnachten oder wie? Hast du denn. So, Hast du denn unsere Blätterkrokant-Dinger schon aufgegessen? Ach. Auch mir gewesen. Da waren sie schon weg. Ja, wenn es die Explorer bei den Alps und Mids gibt, dann muss es die auch bei uns geben. Aber das zählt dann nicht, oder was? Ich glaube nicht, nee. Das ist ja dreist. Wäre zu einfach. Hey, der Kleine, das ist der Spiegel. Ja, ist auch wieder so ein AFK-Filter. Warte mal kurz. Ich fürchte um mein Leben. Ja, warte, ich. Wenn ich dich schon nicht buffen kann, buffe ich wenigstens das Pet. Okay, ich werde es zukünftig unterlassen. Wir sollten übrigens nach rechts gehen, zu den Docks. Wir sind ja die Underdogs. Entschuldigung. Habe ich euch schon das Wichtigste gegeben hier? Nein. Ah. Etwas weiter rechts, bitte. Noch weiter? Ach, von hier wollen wir abfahren. Ganz rechts außen, sozusagen. Ja, da findet man mich ja eher selten. Mich eigentlich auch. Aber du weißt, der Zweck heiligt die Mittel und so. Brause, weißt du, wie du in so ein Boot einsteigst? Wie, muss man denn die Leiter hochgehen? Gibt es da keine einfacheren Wege? Warum komme ich denn nicht die Leiter... Ich bin gerade durch die Leiter durchgeschwommen irgendwie. Aber wir können auch da im Wasser bleiben, also... Da taucht gleich ein Boot auf und da machst du irgendwie rechts, links, Doppel oder... Shift-Steuerung alt entfernen drauf und dann geht das rein. Pff, sag mal was, Benno, Berg, was? Mach mal die Karte auf, dann siehst du ja, wo die da rumgammeln. Ja, Benno ist super. Benno? Ja klar. Benno ist scheiße, weil da
sind 3 Millionen. Ja, aber mir klar, ich kann jetzt sagen, was ich will, du sagst dann, das ist blöd. Natürlich ist das blöd, deswegen müssen wir da hin. Hervorragend. Wir fahren wir bis zum Ende durch oder müssen wir disembarken? Ach, da ist ja glaub, unser Boot. Ich glaube, bis zum Ende. Einfach doppelklicken, Browser. Doppelklick auf das Boot. Sitzt du so im Boot? Ja, ja. Ach, ich sitze im Boot. Ja, bei ja, uns schwimmst du noch im Wasser irgendwie. Oder du bist unter Wasser, sitzt du. Ich kann das jetzt gerade nicht ganz genau erkennen, aber es wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ich habe mich diesmal nicht hinterm Baum versteckt, sondern hinterm Hauptmasten. Alles klar. Das ist sehr gut. Weil bei mir saß Deutran auch noch auf dem Steg. Diese Bugs werden wahrscheinlich nie verschwinden, bis das Spiel ausgeschaltet wird. Nein, also es wird alter Content wird nochmal neu reaktiviert, aber an der Engine wird, glaube ich, nicht mehr viel gebaut. Der Typ, der die entwickelt hat, ist wahrscheinlich schon lange in Rente. Kann keiner mehr nachvollziehen, den Code. Ja. Ist wahrscheinlich auch so, wenn er über schief läuft, sagt irgendeiner, oh, bloß nicht anfassen, das Ding. Ist noch in Cobol geschrieben. Boah. Es gibt noch genau 3 lebende Menschen auf der Welt, die das verstehen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die das überhaupt noch verstehen. Weiß nicht, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich habe noch nie Kobold gesehen. Ich habe es mal gesehen, aber mehr als gesehen war es auch nicht. Aber muss auch nicht, ganz ehrlich. Nee. Deswegen war das mit dem Patchen von Dark Age ja auch immer so eine Sache, weil bis man dem Mainframe die ganzen Lochkarten eingefüttert hatte. Oh, die Burg sieht aber nicht so schön aus. Ein bisschen kaputt. Seid immer so. Ja, die frontalsten Bogen, die sind von jedem Reich, die sind hinüber. Die kannst du auch nicht mehr reparieren. Ach, Schande. Was ist nur aus diesem schönen Lande geworden? Der Krieg fordert sein Tribut. Schön philosophisch, oder? Ja, ja. Wo wir gerade hier in der irischen See sind, habe ich euch schon mal vom Megalodon erzählt. Blödes Viech. Den legen wir auf dem Rückweg, kein Ding. Habe ich letztens mal mit einem Bone Dancer versucht. War genauso scheiße. Warum habe ich eigentlich 3 Schildbuffs? Okay, ein Base, ein Speck und was ist das? Allies Protection. Kiwi. Ach, mein Päckchen. Der hat noch einen extra super Spezialschutzbuff. Ist ja geil. Deluxe. Ich meine nicht, dass das gleich einen Unterschied machen wird, wenn wir in 3 Sekunden tot sind. Ich habe jetzt schon Angst. Wir sollten uns irgendwie ins Wasser ganz nach links verziehen und dann erstmal einen Kriegsplan machen. Ganz nach links, okay. Die Burg da hinten sieht auch kacke aus, ey. Das ist sicherlich Brexit. Die Anspielung war genial, muss ich sagen. Albion Brexit, hervorragend. Ja. So, nee, weiß einer zufällig, wo diese Lager zu finden sind? Nee, aber es müsste eigentlich in euren Karten stehen. Macht die mal auf und guckt mal in Hadrians Wall. Die müssten ja da irgendwie rot markiert sein oder so. Ja, aber irgendwie sehe ich die Punkte nie. Hier ist nichts markiert. Ihr habt einen scheiß UI. Was haben wir denn noch so hier? Wie heißen die? Ah, da ist ein Rot. Ach, das ist eine andere Quest. Snowdonia, da ist es auch. Da ist ein roter Punkt neben Kassel. Das ist diese andere komische Quest, die wir irgendwann mal angenommen haben. Aber alles, was so offen und zugänglich ist, da sind keine roten Punkte.
Sag mal nochmal, was suchen wir? Wir suchen irgendwelche Explorer. Moment. Ja, Explorers of the Reconnoiters. Oder vielleicht sind das ja Reconnoiters oder so. So französisch. Ich glaube, die sind nicht eingezeichnet. Ich glaube, das ist hier für Pro-Gamer, die müssen das so finden. Wahrscheinlich ist der Punkt ist direkt da, weißt du, und alle sehen den. Und ich gucke immer dran und vorbei. Wahrscheinlich. Bei mir ist kein einziger Punkt. Doch ein so ein lila Punkt, das sind wir. Ja. Aber brauchst du, dass du knuddelig bist, haben wir dir schon verraten, ne? Das haben wir den Kommentar gelesen. Ich staune hier so neben mir, so etwas rechts. Da taucht Jesus mit einem Heiligenschein irgendwo so in 3 Meter Tiefe. Na, und Moses läuft übers Wasser. Oder beziehungsweise ja. Läuft senkrecht im Wasser. Das ist ja, der ist ja so leicht, der schwimmt sogar in Milch. Das ist mein Mini-Jesus. Ah ja. Und der andere? Keine Ahnung. Das ist mein kleines Helferlein. Das ist Christkindl. Ist ja nicht den Heiligenschein? Brettel? Ist hier noch gar keine Gruppe mit Radar vorbeigelaufen und hat uns gefunden? Heiligenschein habe ich wohl gesehen. Ich sag mal, wir laufen jetzt einfach hier südlich und dann schräg nach Osten rüber und dann hinter den Bergen da die Autobahn entlang. Den 7 Zwergen? Da wird ja wohl irgendwo was sein. Das machen wir jetzt so. Alle gestickert. Ne, der Brause natürlich nicht gestickert. Kann das sein, dass du rückwärts schwimmst, Leute? Ja, ich muss doch sehen, ob du mitkommst. Mach mal Sprint an, damit wir noch eine minimal erhöhte Überlebenschance haben. Was hat? Ist das hier so gefährlich im Wasser? Ja, wir gehen ja jetzt an Land. Ein feindes Land. Gleich, wenn du an nichts Böses denkst, da tauchen auf einmal so Zs über deinem Kopf auf. Irgendwie kannst du überhaupt nichts mehr machen und dann wachst du auf und bist tot. Ach. Ja, wie kannst du den Tod aufwachen? Ja, Scary Movie, haha. Ich weiß. Wird das nur ein Kurzversuch hier? Ja, hoffentlich nicht. Aber ich bin grundsätzlich immer Pessimist. Da werde ich nur freudig überrascht. Er könnte nicht mal irgendwas aussuchen, wo so 15er-Mobs sind. Mal mit gutem Gewissen mal hier und da einen umhauen. Ja, wir können graue Farmen in DF. Ja. Wenn wir DF hätten, was wir nicht haben. Also. Ich habe ja die ganze Zeit schon geguckt. Das sind normale Mobs. Ja, genau. Das sind diese komischen Legionäre. Genau. Vielleicht sollten wir uns mal an Hilflosen und Wehrlosen ausprobieren. Das ist doch böse, das macht man nicht. Außerdem, wie sind die Hilflosen und Wehrlosen? Ah, ganz ehrlich, ne? Nur so geht's, wenn man überleben will. Die Ratten vor Tiernanok, die haben uns als Aufbaugegner. Ich habe eine Lok. Aha. 13K, 38K. Facelock 13K. Vorsicht, Drache, 12 Uhr. 30, Mist. Schnell. Tot. Ah! Kannst du den anklicken? Das war in letzter Sekunde. Ja, das ist natürlich jetzt da hinter der Wand. Kommt man da inzwischen hoch? Ich glaube nicht, nee. Oh, wie gemein, ey. Da lassen sie einen fast bis nach ganz oben. Ja, du kannst... die Wand kannst du hochlaufen. Nur die letzten 5 cm, die gehen nicht. Nein, zu dünne Luft. Sicherheitsbrüstung. Damit man hier auf der anderen Seite runterfällt und dir den Knick bricht. Ja.
jeder Treppe und jeder Geländer nennt sich das dann. Also Geländer gesagt, finde ich das keine gute Idee. Ein gelber, noch ein gelber, ne, es ist blauer. Das ist ein schöner Punkt. Hast du denn nicht mal angeklickt? So, jetzt müsste ich doch noch mal face locken können, genau. Die haben sie bestimmt mitten so in die Haupt 8 vs 8 Zone gepackt. Das glaube ich nämlich auch. Dass wir hier gleich in der 8er Gruppe rennen. Und die 8 vs 8er, die killen uns gleich nicht, weil sie Reichspunkte wollen oder sowas, sondern einfach nur, weil sie Angst haben, dass wir sie uns adden. So, ist das schon hier irgendwo? Ne, das sind alles noch Templer und sowas alles. Ah, ein Umhauen. Ach, da hinten geht's lang. Okay. Ist ja richtig spannend. Hoffentlich ist es hier errechnet. Ja, das ist da. Albion halt, ne? Da sind doch die Explorer von den Rekoniteuren da. Komm hier raus, kill den mal. Komm. Tobt euch jetzt schnell aus, weil gleich sind wir down. Da sind wir erledigt. Ich stelle euch mal hier so ein Mana-Feld hin. Also ich sehe dich nicht zaubern. Was stimmt denn da nicht? So, links von dir sind noch ganz viele. Mir war das Handgelenk gebrochen. Also. Immer den Hintersten mit dem schönen bunten Rock. Die haben alle einen. Wo ist denn Badenbombe? Und da ruppelt und zuppelt es gleich, ist Ink. Gleich ist links. Na, ich meine, wenn wir jedes Mal es schaffen, diese Gruppe zu legen, dann. Ja. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich mag euch auch alle. Myrmidon. Edelmut gesehen. Myrmidon, ey, der hat's euch nötig. Was waren das denn für Strolche? Ja, das sind die. Myrmidon ist doch nur R3. Ja, eben, deswegen, der hat's nötig. Also. Aber ist eine feste Gruppe. Ah, haben sie grandios. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, epic, ich hoffe, das kommt ins Video, was sie machen mit. Let the body hit the floor. Sehr gut, sehr gut. Ja, da haben wir nicht so viel verdient, ne? Ja, haben ein paar erledigt. Also es war jetzt nicht ganz umsonst. Ja, aber damit müssen wir rechnen, wenn wir in die Gegenden gehen, ne? Ja. Aber lass uns nochmal hingehen, weil damit rechnen sie nicht. Auf jeden Fall gehen wir da noch mal hin. Wenn wir jedes Mal nur einen einzigen Mob erledigen, dann wird es trotzdem irgendwann nicht klappen. Irgendwann sind wir fertig. Wie viel müssen wir umhauen? 15? Ich glaube 16 mussten wir und haben wir 3 oder 4 oder so. 2. Ernsthaft? 2. Ja, das sind gelbe Mobs. Was, was ist denn da? Ja, ich habe aber 2 Killer-Caster, weißt du? Da muss einfach aufleuchten, dann sind sie alle weg. Caster. Stick. Ich habe ja noch Sickness. Ich auch. Aber bis sie da sind, ist die eh weg. Genau, dann können wir endlich neue haben.
Aber sehr verlässlich, die Lok gewesen. Ja. Die kannten die auch. Ich glaube, die laufen die regelmäßig ab. Ah, ja, du meinst, um ihre Reißränge hochzuholen. Ja. Sollen wir da links? Links? Was ist denn da links? Freunde. Was bist du denn für ein Bade? Den habe ich 5-mal vor dir gesehen. Wen denn? Ich sehe nix. Das ist ja noch schlimmer. Ich laufe hier zum Stehen. Mal ernsthaft, hast du Sichtweite auf Kurz oder so? Ja. Ich verstehe. Ich muss bedenken, mein Bildschirm ist ein wenig dunkler durch dieses eine komische Programm, was ich benutze. Jetzt ist das Spiel schon dämmerig und das zusammen, dann ist es halt etwas dunkel. Ich verstehe. Bergset oder war das Eras? Warte mal, das war Eras, glaube ich. Ja, Eras. Und drin. Ich sitze. Ich auch. Ich bin der Captain da vorne. Ahoi! Titanic! Fahre er vorwärts. Ich verbitte mir Anspielung auf Titanic, wenn ich ganz vorne sitze, ja? Oh, ich bin der König der Welt! Gab's ja nicht bei Scary Movie so eine Veräppelung? Würde mich nicht wundern, ich weiß jetzt aber nicht. Da war. Die Szene war so. Ähnlicher Hintergrund, Schiffsrumpf vorne. Und da steht ein farbiger Mann, der ruft: Ich bin der König der Welt, freut sich wie so, und hinter ihm taucht auf einmal einer auf und sagt: Schnauze, und wieder zurück an die Ruder, und patsch, peitscht den aus. Dann habe ich den Teil vielleicht noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, das war wie so eine Werbung von Scary Movie für einen Film, sozusagen. Ah. So, wenn die Fernsehen gucken. Ah. Ja, vielleicht habe ich den doch irgendwann mal gesehen. Da heißt einen Alp Certified Bomb. Oder Omb? Certified Omb? Sollte das vielleicht Bomb heißen? Ich glaube schon, wa? Vielleicht war das Certified Omb? Also entweder verstehe ich jetzt den Witz nicht oder der hat sich echt vertippt. Das wäre schon traurig. Oder er hält es für witzig, das kann natürlich auch sein. Das wäre auch traurig, wenn er das witzig finden würde, aber pff. Man kann ja nicht haben. Nein, er hat sich vertippt und mit Level 50 hat er es gemerkt und hat sich gedacht, Kacke. Oder wie meine Tochter sagen würde, Pony Mist. Das ist bestimmt so ein My Little Pony Insider. Ja, ja, absolut. Ich finde das toll. Ich habe es noch nie gesehen. Kann ich dir nur empfehlen? Auch für Erwachsene sehr unterhaltsam. Ja, wenn es mal irgendwo zufällig auf YouTube oder so ist. Das wäre ja illegal. Es gibt manche Dinge, für die ich vielleicht nicht unbedingt Geld bezahlen möchte. My Little Pony. Ist kein Problem, Nickelodeon strahlt es kostenlos aus. Ja, dann ist ja alles gut. So, alle mal kurz stickeln, Sprint an und... Erstmal finden. Hier die andere. Genau da, ja. Warte mal, ich mach mal ein Bett. Alles an, alles on. Ah, super.
Und am Bett. Ach so, kannst du. Hä? Aber diesmal hast du jetzt einen anderen Weg ausgeguckt, ne? Ja. Wir kommen aus der anderen Richtung. Das ist etwas. Erhöht unsere Lebenschance um 1,5 Sekunden. Vielleicht. Möglicherweise. Also erstmal an Eras schön vorbeischwimmen. Diese bösen Feinde, die da kommen, sind das Mobs? Das sind die Alps. Ja. Das ist nicht. Also viele von denen haben zwar tatsächlich nur die geistigen Fähigkeiten eines Mobs. Oh, das gibt böse Kommentare. Aber nein, es sind Spieler. Ich dachte, das wäre Alp-Einflussgebiet und die haben natürlich dann auch Wächter und sonst irgendwas. Bisschen mehr rechts? Ich habe die Lok eingegeben, also eigentlich muss ich direkt drauf zu schwimmen. Ach, das ist ja grandios. Und wenn wir da sind, ne, nicht lange zögern, warten oder die Landschaft begutachten, töten. Er lebt ja immer noch. Töten. Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen sie nutzen. Vielleicht sollten wir uns da irgendwo verstecken. Nein, töten. Es sind mir viel zu wenig Getöte hier. Kannst du meinen Petmark casten? Schon. Ja, auf jeden Fall. Sonst habe ich eh nichts zu tun. Wenn es wieder so anfängt zu ruckeln, könnte ich natürlich einmal SOS zünden, was ich nicht habe. Ah, episch. Wie viel haben wir denn jetzt? Emissary. Noch 9. Okay. Die sind alle weg. Ah, ne, da ist noch was. Ah, okay, das ist schön. So, sehr schön. Hab ich eigentlich da Tüchter an? Da, hinter. Da. Ja, macht auch keinen Unterschied. Jetzt haben wir doch fast die Hälfte erledigt, ne? Oder sogar über die Hälfte. So cool. Du könntest ja so lange hier hinterm Baum verstecken, da finden die uns nie. Ich bleib beim Mann. Aha. Ja, bitte. Einmal bitte Respawn aktivieren. Ja, ne? Ja, scheiße. Viel spielt ja für den Gegner mit. Da. Oh Mist, zweimal Resist. Ha, geplatzt. Also, wenn so ein Gegner ankommt und der Browser da auch auf Bolt, ja, dann macht das auch bumm. Ja, also wenn zufällig jetzt ein einzelner Spieler hier auftauchen würde, feindlichere Art, hätten wir eine Chance. Scheiße. Ah, den Teufel in die Kamera. Ist ja nicht so, also wir haben schon Spieler im RVR gekillt. Im 50er RVR, richtige echte. Haben wir gelegt, jawohl. Das ist toll mit Mana-Feld und mit Pom. Ich warte die ganze Zeit auf den Infi mit Metzgift. Ja. Der sich dann noch daneben setzt, ein Lagerfeuer anmacht, Zigarette. Würstchen grillen, wenn auch. Ja.
Ehrlich, mir zittern die Hände so. Das ist so spannend. Ja. Mega aufregend. Wow. Ich habe übrigens einen mobilen Händler dabei, ne? Hier ist einer. Bäume. Oh, jo, ich hab ihn, ich hab ihn. Für die Alps sind die wahrscheinlich freundlich, ne? Würde Sinn machen. Ich meine, sonst könnten sie ja wenigstens dann aus Gnade noch killen, die wir angecastet haben, nachdem sie uns gelegt haben, dass sie noch zählen, aber ich glaube nicht, das geht nicht. Nee. Das wäre irgendwie komisch. Ich meine, die wären, die bei uns rumlaufen, die sind für uns auch freundlich. Wie haben wir denn jetzt schon? Da müssen wir schon. Ach, nur noch zwei. Ja, Kinder. Ja, wir ackern ja hier auch wie die Hafenarbeiter. Das Fiese ist, ach ja, ich hab das Ding. Das Fiese ist, wenn wir dann runter auf einen sind und schon so richtig uns freuen. Ruhig, Mann. Genau das wird dann passieren. Da wirst du quasi die Stampede schon anrollen. Gatzek entschließt sich kurzerhand Eras zu raiden und überrennt uns dabei einfach mal. Vielleicht wenn wir uns so an die Seite stellen, dann ignorieren sie uns. Wir machen hier bei eurem RVR gerade nicht hier mit. Ist einer hier. Wir machen nicht mit. Direkt bei uns. Trolle fressen Elfen. Ah, noch ein, ne? Was? Trolle fressen Elfen? Klar. Ach, wenn Ramona das. Ah, ich hab einen. Oh, ich hab Ruckeln, Kinder. Tötet ihn schnell. Es erledigt. Ja, hurra. Return to the High Consul. Ja, aber jetzt, wo wir schon mal hier sind. was? Holen wir das Keep. Genau, wir holen jetzt. Aber ein Türmchen? Nee, ein Türmchen können wir doch holen, vielleicht. Ein Türmchen so. Da oben ist doch eins. Warte, erstmal hier abhauen, sonst haben wir gleich die ganzen blöden. Können sie nicht mal wegmachen, jetzt. Ey. Viel zu viele, viel zu schneller Respawn. Wahrscheinlich, wo wir gewartet haben, alles okay, kommt aber. Hoch, jetzt hoch, respawnen sie alle paar Sekunden, ne? Warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, wollen wir nicht eine Trophäe aus Albion mitnehmen? Ja. Sekunden. Google. Alp Mobs. Frontier. Was darf es denn sein? Wildschwein? Ja, Wildschwein. Wildschwein ist lecker. Ich meine, sieht gut aus. Oder ein Wolf. Aber der Wolf ist groß. Der ist wirklich groß. Ja, dann lieber das Wildschwein. Okay. Wildschwein befindet sich. Snowdonia 26. Ah ne, ist hinter der Mauer. Achso, dann nicht. Dann das andere. Dann. Ja, dann. Grizzle. Grizzle Pinene Mountains, also bei uns in der Nähe. 12K, 58K. Ich gebe das nur schon mal ein. Anderes so. Ja, warte. Süden. Warte, anderes. Ja, okay, ich warte. Soll ich das auch nochmal buffen? Ist besser, ja. Pause? Ja. Schilde? Hier bei der Arbeit. Schutzschilde aktivieren, Captain. Ansonsten seid ihr gestickt, ne? Alles klar. So. Jawohl. Guck mal, dass wir Eras geschickt umlaufen. Ja. Machen die Folge jetzt ein bisschen länger, einfach, weil
Ich will nicht gerne noch eine Folge anfangen, weil wir schon so spät haben. Nach diesem schweren Anlaufen war es ja schon bis jetzt schon ein richtig spaßiges Erfolgserlebnis. Absolut. Sprint an übrigens, bitte. Sprint an. Und so? Und so. Wow, Vorsicht! Templar. Nein, nein, weg. Ah, Hilfe. Chaosbade. Da nicht, Chaos. da aber nicht ja, aus ich wie laufe hier blind. quasi blind. Ich kann genauso weit gucken, wie meine Latüchte leuchtet. Der Du Rest musst geht da einfach echt was dran nach ändern. Gehör und Karte. Quatsch, Ich das dachte, ist du hast da ein wunderbar Navi. so. Ja, ich gucke auf die Karte, weißt du, aber da sehe ich die Mobs nicht so gut. Halt dich mal ein bisschen weiter rechts. Noch etwas. Vorbei an dem, also nicht rein in das Labyrinth, das ist ganz blöd. Ja, okay. Dann lassen wir es Da an mal dem links Berg lang. liegen. Links wäre zwar schneller, aber es ist gefährlicher. Ja, warte, ich guck mal erstmal, wohin mich die Lok führt. Ach, wir sind doch genau Ja, wir richtig. sind hier in den Mountains. Jetzt kommen nur zig Drachen, Viechers, also so Sechsen. Die ist ganz weit unten, ne? Nee, pass auf, pass auf, pass auf. Habe ich doch Nee, ist längst relativ nah hier. gesehen. Echt? Ja, da siehst du Wie? rechts diesen Hügel? Ja. Da Der mit dem hinter ganzen so. Getier? Nee, nicht mit dem ganzen. Doch nicht mit dem überhaupt neu dran. Was denn? Ist doch alles okay. 1000 Spinnen. Ja, die tun nix. Die fressen lästige Mücken. Du hast Die ja wollen doch nur spielen, ja. mehr Angst als ich, hier war ein Wolf. Ich hab Ed. Weil mein Pet Ed hatte. Das Pad, siehst du, da kann ich keine Pass auf, Verantwortung für übernehmen. Riesendrachenarsch Ey! hinter dir. Ein riesiger Drachenarsch hinter dir. Und nicht nur ein Arsch. Ach, die sind Stimmt, langsam, auch die Köpfe. die tun nichts, die wollen nur spielen. Sind eine ganze Horde von den Viechern. Jetzt seid doch mal nicht so ängstlich. Ach, der ist hinter mir Ach. her. Ja, du hast doch Sprint Warte an, mal. da passiert überhaupt nichts. Du bist geslowt. So, nochmal die Facelock, da geht's lang. Er ist immer noch hinter uns hier, der. Ja, dem wird gleich langweilig. Ich hab schon seine Zähne gespürt. Der tut euch doch gar nichts, der castet mich an. Den Atem habe ich im Nacken gespürt. Das ist ein roter Mob. Ah. Kinder. Gar nicht, ich habe nämlich noch einen gelben Ambo. Ja, der arme Mann. Er wollte Trophäen Jetzt. jagen, ne? Und vor jedem blauen Mob, Jetzt. da müssen wir einen riesen Bogen machen. Haben wir noch einen Weihnachtsbaum dabei? Ist mein Mikro aus? Ich habe einen Mob am Hintern. Ja, der läuft dir nach. Das heißt ja nichts. Was macht ihr denn? Wo findet ihr die denn alle immer? Das lauft doch einfach mal weg. Möchte bitte, dass du einen Nachnamen bekommst. Captain Chaos. Also ich komme hier wunderbar zurecht. Ich weiß nicht, was ihr immer für Probleme habt. Jetzt beschwert ihr euch gleich über Würmer, wetten? Ey. Habt ihr sie Ich jetzt? hab keinen Speed, ich krieg auch keinen Speed. Wie wär's mal, wenn du den Metz. Kann ich natürlich machen, so. Aber jetzt wäre ich schon. Deswegen habe ich das Ziel ja nicht ausgesucht. Und der läuft durch die Nerv. Da, stopp, stopp, stopp! Ja, ist doch alles okay. Jetzt richtig nicht so auf. Das ist nicht gut für die Gesundheit. Das sind unsere Opfer, Brüder. Korrekt.
und Drache. Ja, jetzt sag mir nicht, gib nicht mir die Schuld für den. Wollen wir den nicht umhauen, den Drachenmesser? Doch, der kriegt jetzt voll auf die Fresse. Komm, lass voll auf die Fresse. Immer wieder drauf. Ein roter Drache. War einer. Ja, der andere, das ist der, den ich vorhin gemetzt hatte. Der ist uns gefolgt. Der haut jetzt ab, weil er sauer ist, wa? Einmal Waffen, bitte. Also das Bett. Danke. Okay. Geh noch nicht so, dass ich gucke. Ja, jetzt geht auch die Sonne wieder auf. Jetzt sieht man auch wieder was. Kommen die beide, oder? Ja, vermut. Schick mal das Bett. Welchen lege ich da still und welchen? Den roten hauen wir jetzt mal um. Den Barguest. Den hauen wir um. Kann ich da ein bisschen helfen? Aber leider, widerstand er. Ja, und den anderen? Ja, kannst du machen. Kriegen wir den auch? Bleibt ja, ne? Ja. Dein Bett hat den ja schon fast totgeschlagen. Hier hat auch quasi kein Schaden passiert. Oh. Ja! Ich hab, glaube ich, das Ding gefunden. Hast du? Ja, da ist es. Warte, ich geb dir das mal. Jawohl. Ja, das wird doch eine schöne Verzierung dann. Wunderbar. Ich hab ein Auge gekriegt. Das ist so gut. Ich gehe uns jetzt nochmal da hinten abstellen quasi. So eine schöne Stelle zum Ausloggen, weißt du, keine Mobs. Ja, dann stehen wir hier, glaube ich, ganz gut. Ist ein bisschen länger geworden heute, aber dafür halt nur eine Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss.